das hat vor 11 Jahren angefangen. Da waren wir mit unserem Hund spazieren und da hatten wir immer Leckerchen dabei, dass der Hund schön lieb hört. Und die sind uns dann aus dem Säckel gefallen und da ist halt ein kleines Kätzchen in uns hergelaufen. Und dann haben wir das gefüttert, sind mit gleich heimgefahren, Milch geholt und gefüttert. Und dann hat mein Mann gleich ein Häuschen gebaut und so. Und so hat es eigentlich angefangen. Und dann haben wir die dann 2 Jahre lang gefüttert. Und dann ist die hingefallen, hat sich verletzt und geblutet und dann haben wir sie mit heimgenommen. Ja, dann ist er halt versorgt worden und dann haben wir sie auch behalten. Und das wollten wir dann wieder alles wegräumen, die Häuschen und was wir halt alles für die Katze gebaut und gemacht haben. Und da haben schon die nächste Streuner da gehockt und so hat es irgendwie angefangen. So von Streunerkatzen habe ich immer nur so gelesen oder so. Also da hatte ich keinen so Bezug dazu, ja. Dass ich nachts nicht schlafen kann, wenn der Regen ist oder Unwetter ist oder so, denke ich, oh, wie ich hocke in ihre Häuschen. Und ja. Weil irgendwann muss ich ja um die Tiere kümmern. Ja. Ich finde, es wird viel zu wenig gemacht für Streunerkatzen. Es könnte eigentlich doch ein bisschen mehr passieren. Ja. Zum Beispiel die Kastrationspflicht, die meins ablehnt, wäre ganz schön. Es wäre schon mal ein Fortschritt, dass es nicht so viele Katzenjunge gibt, weil du kannst nicht. Also es ist immer eine dabei, wo nicht kastriert ist. Ja. Es ist einfach so. Es ist immer eine dabei, die dir entwischt beim Kastrieren und die sich dann weiter vermehrt. Ja. Und dann geht es als weiter, ist ja ein Kreislauf. Naja, wir kümmern uns halt um Katzen, die keine haben will, ja. Oder die kein Zuhause haben, die krank sind, oder verletzt sind, oder ja, meistens. Denen es halt nicht so gut geht. Ja. Oder die halt was haben, ja. Wir haben fast halt eine Katze hier, die alle irgendwas haben. Die eine hat Bronchitis. Die hat immer so gehustet. Das war die erste, die wir da mitgenommen haben. Da hat sich dann später herausgestellt, die hat mir hier 2 Mal einen Erstickungsanfall gehabt. Und da hat sich dann beim Tierarzt herausgestellt, die hat Bronchitis. Und das ist, manchmal ist es gut und manchmal ist es so schlimm, dass er Spritz braucht vom Tierarzt. Da geht es mit Tablette, dann ist es nicht in den Griff zu kriegen. Dann kriegt sie keine Luft. Und das wäre ja draußen nicht so gut gewesen. Wenn die draußen geblieben wäre, wäre sie wahrscheinlich irgendwann erstickt draußen. Einfach laufen lassen, Geduld haben, ja, nicht denken, dass die Katze am anderen Tag auf dem Schoß hat. Wir müssen halt einfach gehen lassen. Braucht viel Platz, viel Freiraum, wo sie auch weg kann. Und auch vor allen Dingen nicht das Katzenklo durchstellen, dass sie unbedingt am Mensch vorbeilaufen muss, um ins Katzenklo zu kommen. Wie gesagt, hat sich das dann halt auch geboten, dass man halt oben die Etage haben, wo sie sich halt zurückziehen können, wo sie halt hingehen können. Ne? Das ist halt den hier reicht der oben und da bleiben sie halt so lange sie wollen. Und wenn sie dann runterkommen wollen, Jamie, kommen sie runter. Aber zum Essen müssen sie auf jeden Fall runter. Also Essen gibt es nur hier unten, da müssen sie schon hier runterkommen.